Kannibalismus, der Akt des Verzehrs von Menschenfleisch durch einen Menschen, ist ein Tabuthema und ein schockierendes soziales Phänomen, das seit Jahrhunderten Schrecken und Faszination ausgelöst hat. Fälle, in denen Kinder für solche Akte verantwortlich sind, sind selten, was diese Vorfälle noch erschreckender und schwerer zu verstehen macht. Studien zu solchen Ereignissen beleuchten die extrem komplexe Interaktion von psychologischen, umweltbedingten und kulturellen Faktoren, die zu solch drastischem Verhalten führen können. David Harker, ein britischer Mörder, dessen Verbrechen Großbritannien erschütterten. Geboren in 1977, erlangte er Bekanntheit in der Welt der Kriminalistik als der jüngste Kannibale in der Geschichte Großbritanniens. 1998, im Alter von nur 22 Jahren, beging er ein Verbrechen, das die Gesellschaft in Darlington, Nordengland, schockierte. Am 29. April 1998 ermordete Harker die 31-jährige Julie Patterson, mit der er eine kurzzeitige Beziehung hatte. Das Verbrechen fand in seiner Wohnung statt, wo er vorsätzlich Schläge ausführte, die zu ihrem Tod führten. Anschließend behauptete Harker, Teile ihres Körpers abgeschnitten und gegessen zu haben, was ihm den Spitznamen Kannibale einbrachte. Obwohl Harker Kannibalismus zugab, fanden Ermittler keine unwiderlegbaren Beweise, die diese Handlungen bestätigten, und die Überreste von Julie Patterson wurden erst nach mehreren Wochen intensiver Suche teilweise gefunden. Nach dem Verbrechen erregte Harker die Aufmerksamkeit der lokalen Gemeinschaft, indem er vor Freunden mit seinen Taten prahlte, was schließlich zu seiner Verhaftung am 6. Mai 1998 führte. Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass Harker an psychischen Störungen litt, einschließlich Psychopathie, die sein kriminelles Verhalten beeinflusst haben könnte. Der Prozess gegen David Harker begann 1999 und endete mit einem Urteil, das ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilte, was das Gewicht und die Grausamkeit des begangenen Verbrechens widerspiegelte. Alexander Baitchkov. Dies ist ein russischer Serienmörder, der für seine brutalen Verbrechen und Fälle von Kannibalismus bekannt wurde. Baitchkov, geboren in 1988, begann seine kriminellen Aktivitäten in 2009 im Alter von 21 Jahren. Seine Verbrechen wurden in 2012 bekannt, nachdem die Polizei ein Tagebuch fand, in dem er seine Taten beschrieb, sowie die Überreste von mindestens 9 Menschen auf seinem Grundstück und in der näheren Umgebung. Baitchkov gestand, Menschen getötet zu haben, die er als Schuldner oder Obdachlose bezeichnete Personen, die seiner Meinung nach von der Gesellschaft leicht übersehen werden konnten. Er gab an, dass seine Motivation Rache an denen war, die ihn enttäuscht hatten, einschließlich eines familiären Geschäfts, das Verluste machte. Baitchkov behauptete auch, die Herzen von mindestens 2 seiner Opfer gegessen zu haben, was seine Verbrechen noch erschreckender machte. Er sagte aus, dass er die Opfer zunächst folterte und dann tötete, bevor er Akte des Kannibalismus durchführte, als eine Art der vollständigen Kontrolle über die Opfer. Die Polizei entdeckte Tatwerkzeuge, einschließlich Messer und Äxte, die Baitchkov zum Zerstückeln der Körper seiner Opfer verwendete. Sein Fall erregte großes mediales Interesse in Russland und weltweit und lenkte die Aufmerksamkeit auf das Problem von Gewalt und Kriminalität in ärmeren Regionen Russlands. Sein Prozess wurde breit kommentiert und seine Person wurde Gegenstand zahlreicher kriminologischer und psychologischer Analysen, die versuchten, die Ursachen solcher extremen Kriminalitätsformen zu ergründen. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und gilt als einer der verdorbensten Mörder in der modernen Geschichte Russlands. Seine Fälle von Kannibalismus trugen zusätzlich zu seinem berüchtigten Ruf Biai. Nathaniel Barjona. Dies ist ein amerikanischer Verbrecher, dessen Taten sowohl Verbrechen gegen Kinder als auch Verdachtsfälle von Kannibalismus umfassten. Ursprünglich als David Paul Brown geboren, änderte er seinen Namen in Nathaniel Benjamin Levy Barjona. Seine kriminelle Laufbahn begann in Massachusetts, wo er bereits als junger Junge aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern zeigte.
Seine kriminellen Handlungen eskalierten und im Jahr 1999 wurde er in Montana wegen Entführung und Folter von Kindern verhaftet. Bei der Durchsuchung seines Hauses fand die Polizei Beweise, die auf Kannibalismus hindeuten könnten, darunter Kochrezepte mit menschlichem Fleisch, menschliche Knochen sowie Listen von Kindern, die in der Nähe seines Wohnorts verschwunden waren. Obwohl direkte Beweise für Kannibalismus letztlich nicht vor Gericht vorgelegt wurden, löste der Fund dieser Materialien großes öffentliches und mediales Entsetzen aus. Es wurde vermutet, dass er möglicherweise bereits in jungen Jahren ein Kannibale und Mörder gewesen sein könnte. Bajona wurde wegen zahlreicher Verbrechen angeklagt, einschließlich sexuellen Missbrauchs, Entführungsversuchen und der Gefangennahme von Kindern gegen ihren Willen. Besonders beunruhigend ist jedoch, dass er verdächtigt wurde, einen der vermissten Jungen getötet zu haben, dessen Körper nie gefunden wurde. In seinem Haus fand die Polizei auch Knochenfragmente, die DNA-Tests unterzogen wurden. Jedoch konnte keine eindeutige Verbindung zu bestimmten Opfern hergestellt werden. Im Jahr 2002 wurde Bajona zu 130 Jahren Gefängnis verurteilt. Er starb 2008 im Gefängnis an gesundheitlichen Problemen. Sein Fall bleibt einer der beunruhigendsten in den Annalen der Amerikaner, aufgrund der Brutalität seiner Handlungen und des möglichen Kannibalismus, was seinen ohnehin schon schockierenden Handlungen eine noch dunklere Dimension verleiht. Austin Haroff, eine düstere Gestalt aus Florida, deren Handlungen im Jahr 2016 die Öffentlichkeit erschütterten. Als 19-jähriger Student der Florida State University beging Haroff einen brutalen Mord an dem Ehepaar Johnny Stevens und Michelle Mishkon in ihrer Garage in Tequesta, Florida. Am Tag des Verbrechens tötete Haroff nicht nur die Opfer, sondern biss auch John Stevens ins Gesicht, was ihm den Spitznamen Kannibale aus Florida einbrachte. Nachbarn, die versuchten einzugreifen, wurden ebenfalls angegriffen und schwer verletzt. Während des Prozesses wurde Haroff für unzurechnungsfähig erklärt und aufgrund einer psychischen Erkrankung freigesprochen. Die Verteidigung argumentierte, dass er unter einer schweren psychotischen Episode litt, in der Haroff glaubte, halb Mensch, halb Hund zu sein und von Dämonen gejagt wurde. Die Untersuchung ergab, dass der Mann vor dem Angriff halluzinogene Pilze gekauft hatte, allerdings wurden diese nicht in seinem Blutkreislauf nachgewiesen. Haroffs Familie berichtete, dass sich ihr Sohn Wochen vor dem Verbrechen seltsam verhalten hatte und eine psychische Gesundheitsbewertung geplant war, die nie stattfand. Letztendlich wurde Austin Haroff in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen, wo er bleiben soll, bis Ärzte und ein Richter entscheiden, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellt. Die Entscheidung über seinen Freispruch und die Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung stieß auf scharfe Kritik von Seiten der Familie der Opfer, die ihre Empörung und Enttäuschung zum Ausdruck brachten und das Urteil als Gerechtigkeit für einen reichen weißen Jungen bezeichneten. Omaima Nelson, eine ägyptische Model und Nanny, die nach dem brutalen Mord an ihrem Ehemann William Nelson im Jahr 1991 in Costa Mesa, Kalifornien, internationale Aufmerksamkeit erlangte. Omaima, die in 1986 in die Vereinigten Staaten emigrierte, heiratete William, der deutlich älter als sie war, nach nur wenigen Tagen der Bekanntschaft. Ihre Ehe entwickelte sich schnell zu einem Albtraum voller Gewalt und Missbrauch, wie Omaima während des Prozesses detailliert schilderte. Während ihrer kurzen, vierwöchigen Ehe behauptete sie, ständigem körperlichen und sexuellen Missbrauch ausgesetzt gewesen zu sein, was schließlich zu den tragischen Ereignissen am Thanksgiving-Wochenende führte. Am 26. November 1991 tötete Omaima ihren Ehemann in ihrer gemeinsamen Wohnung, indem sie sich, wie sie behauptete, gegen einen weiteren sexuellen Angriff wehrte. Nach dem Mord zerstückelte Omaima den Körper Williams, kochte seinen Kopf und seine Hände, um seine Identität zu verschleiern. Sie gestand auch, den Körper im Akt der Rache für die vermeintlichen sexuellen Übergriffe kastriert zu haben. Die Extreme ihrer Handlungen, einschließlich der Anschuldigungen des Kannibalismus, die sie später leugnete, schockierten die Öffentlichkeit und die Medien. Während des Prozesses, der im Januar 1993 endete, stellte die Verteidigung Omaima als Opfer eines langanhaltenden Zyklus von Gewalt dar,
was ihre extremen Handlungen erklären sollte. Dennoch wurde sie des Mordes zweiten Grades für schuldig befunden und zu 27 Jahren Haft mit der Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Fall Omaima Nelson ruft bis heute geteilte Meinungen hervor, die zwischen Mitleid für die verfolgte Frau und Verurteilung für ihre grausamen Taten schwanken. Luca Magnotta, ein kanadischer Verbrecher, der wegen des Mordes ersten Grades an dem chinesischen Studenten Jun Lin im Mai 2012 verurteilt wurde. Magnotta, der an paranoider Schizophrenie litt, war bekannt für seine Bestrebungen, Berühmtheit zu erlangen, einschließlich der Veröffentlichung kontroverser Videos im Internet. Sein bekanntestes Verbrechen, der brutale Mord an Lin, wurde aufgezeichnet und online gestellt, was die Welt schockierte und zu einer internationalen Fahndung nach Magnotta führte. In diesem Video beging Magnotta auch Akte des Kannibalismus, was von den kanadischen Behörden bestätigt wurde, die eine erweiterte Version des Videos analysierten. Jun Lin, Magnottas Opfer, war ein positiv eingestellter 33-jähriger Student aus China, der Informatik an der Concordia-Universität in Montreal studierte. Er wurde von Freunden als fleißig, loyal und lebensfroh beschrieben. Sein brutaler Mord beraubte ihn nicht nur seines Lebens, sondern störte auch den Frieden seiner Familie, die gezwungen war, sich mit anhaltendem Trauma und Verlust auseinanderzusetzen. Nach der Ermordung von Lin floh Magnotta, was mit seiner Festnahme in einem Internetcafé in Berlin endete, als er Artikel über sich selbst las. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer bedingten Entlassung für mindestens 25 Jahre verurteilt und erhielt auch die Höchststrafen für zusätzliche Anklagen, einschließlich Leichenschändung, Veröffentlichung obszönen Materials und Einschüchterung von Mitgliedern des kanadischen Parlaments. Jeffrey Dahmer, eine Figur, die dauerhaft in den Annalen der Kriminalistik als einer der erschreckendsten Serienmörder und Kannibalen in der Geschichte der Vereinigten Staaten verzeichnet ist. Dahmer, geboren im Jahr 1960, begann seine verbrecherische Tätigkeit im Jahr 1977, im Alter von nur 18 Jahren, kurz nachdem er die Highschool abgeschlossen hatte. Seine erschreckenden Handlungen dauerten bis zum Jahr 1991, als er schließlich festgenommen wurde. In dieser Zeit war Dahmer verantwortlich für den Tod von 17 jungen Männern und Jungen, die er unter verschiedenen Vorwänden wie Fotoshootings oder gemeinsames Trinken in seine Wohnung lockte. Nachdem er seine Opfer ermordet hatte, praktizierte Dahmer Akte des Kannibalismus, indem er Teile ihrer Körper verzehrte, was ihm ein Gefühl der Kontrolle und einer dauerhaften Verbindung zu den Opfern gab. Seine Verbrechen umfassten auch andere makabre Handlungen, wie den Versuch, lebende Zombies zu erschaffen, indem er Säure oder kochendes Wasser in die Gehirne seiner Opfer injizierte. Die Entdeckung seiner Verbrechen erfolgte, als ein potenzielles Opfer fliehen konnte und die Polizei rief. In Dahmers Wohnung wurden Beweise für seine kriminelle Tätigkeit gefunden, einschließlich Fotos von zerstückelten Körpern, menschlichen Überresten und Aufzeichnungen seiner grausamen Praktiken. Die während der Ermittlungen enthüllten Details schockierten sowohl die Öffentlichkeit als auch die Strafverfolgungsbehörden. Der Prozess gegen Dahmer offenbarte tiefe psychische Störungen, mit denen er zu kämpfen hatte, einschließlich nekrophiler und kannibalistischer Neigungen. Er wurde zu 15 lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, was insgesamt 955 Jahre Gefängnis bedeutete. Dahmer starb im Jahr 1994 im Gefängnis, ermordet von einem anderen Gefangenen. Dahmers Fall ist immer noch Gegenstand kriminalpsychologischer, soziologischer und kriminologischer Analysen, bei denen versucht wird zu verstehen, was zu solch extremen Formen der Kriminalität führt. Seine Geschichte wurde auch Teil der Massenkultur, inspirierte zahlreiche Bücher, Dokumentationen und Spielfilme und wurde zum Symbol des Bösen und des moralischen Verfalls. Joachim Kroll, einer der notorischsten Serienmörder in der Geschichte Deutschlands, tätig von den 50er bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Kroll, geboren in 1933, begann seine Mordserie in jungen Jahren, im Alter von nur 22 Jahren. Seine Gestalt,
klein und stämmig, mit unscheinbarem Aussehen, verbarg dunkle Instinkte und erschreckende Neigungen. Trotz seines ruhigen und zurückgezogenen Charakters war er in Wirklichkeit ein brutaler Mörder und Kannibale, dessen Taten große Angst und Entsetzen unter den Bewohnern Westdeutschlands auslösten. Kroll war für eine Serie von makabren Morden verantwortlich, die sich durch besondere Grausamkeit auszeichneten. Seine Opfer, meist junge Frauen und Kinder, wurden von ihm zufällig ausgewählt und seine Methoden waren brutal und jeglichem menschlichen Mitgefühl entbehrend. Darüber hinaus gestand Kroll Kannibalismus ein, behauptete, Teile der Körper seiner Opfer gekocht und verzehrt zu haben, was die Gesellschaft zusätzlich schockierte und entsetzte. Seine Verbrechen erschütterten Deutschland und seine Verhaftung in 1976 brachte viele Antworten auf Fragen bezüglich einer Reihe von ungelösten Verschwinden und Morden, die über Jahrzehnte stattgefunden hatten. Der Prozess gegen Kroll enthüllte nicht nur die grausamen Details seiner Verbrechen, sondern auch tiefe psychische Störungen, die ihn antrieben. Zu lebenslanger Haft verurteilt, starb er im Gefängnis in 1991 und hinterließ das Erbe eines der erschreckendsten Mörder in der modernen Geschichte Europas. Sein Fall wird oft im Kontext von Studien über Serienmörder analysiert, um die psychologischen und sozialen Faktoren zu verstehen, die zu solch extremen Formen von Kriminalität führen können. Peter Bryan, eine Figur, die als einer der erschreckendsten Serienmörder und Kannibalen in der Geschichte Großbritanniens in die Geschichte einging. Geboren in 1969, begann Bryan seine kriminelle Karriere in 1993, im Alter von etwa 24 Jahren. Sein erstes bekanntes Mord, das die Gesellschaft schockierte, fand genau zu dieser Zeit statt. Obwohl er körperlich nicht besonders auffällig war, verbargen seine Handlungen und sein Verhalten dunkle Geheimnisse. Bryan war nicht nur ein Mörder, sondern gestand auch Kannibalismus, was das Entsetzen und die öffentliche Empörung weiter verstärkte. Er wurde für den Mord an 3 Personen verurteilt und die Umstände dieser Verbrechen deuten auf tiefe psychische Störungen hin. Seine Opfer wurden sowohl aus seinem Bekanntenkreis als auch aus zufälligen Begegnungen ausgewählt und seine Taten zeichneten sich durch Brutalität und Spontaneität aus. Nach seinem ersten Mord in 1993 wurde er in eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Störungen eingewiesen. Im Jahr 2004, kurz nach seiner Entlassung, setzte er seine erschreckenden Taten fort, die schließlich zu seiner erneuten Verhaftung führten. Der Prozess gegen Bryan enthüllte nicht nur die brutalen Details seiner Verbrechen, sondern auch schwere Versäumnisse im Gesundheitssystem, die es ihm ermöglichten, weitere Straftaten zu begehen. Schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt, bleibt Bryan einer der beunruhigendsten Fälle in der modernen Kriminalgeschichte Großbritanniens und ist Gegenstand von Analysen durch Kriminologen und Psychologen, die versuchen, die Mechanismen zu verstehen, die zu solch extremen Formen der Kriminalität führen. Arthur Shawcross, eine Figur, die als einer der notorischsten Serienmörder und Kannibalen in der Geschichte der Vereinigten Staaten in die Geschichte einging. Geboren in 1945, begann Shawcross seine kriminelle Karriere in 1972, im Alter von 27 Jahren, als er wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Nachdem er nur 15 Jahre der Strafe verbüßt hatte, wurde er unerwartet freigelassen und setzte in den 80er Jahren seine verbrecherischen Tätigkeiten fort, diesmal in Rochester, New York, wo seine Hauptopfer Prostituierte waren. Nachdem er im Alter von 44 Jahren seine kriminelle Tätigkeit wieder aufgenommen hatte, war Shawcross nicht nur für die Grausamkeit und Brutalität seiner Verbrechen bekannt, sondern auch für seine kannibalistischen Neigungen, die sich während seiner zweiten Mordserie zeigten. Er wählte seine Opfer aus marginalisierten Gruppen aus, was ihm anfangs half, der Verantwortung zu entgehen. Schließlich wurde er in 1990 nach einer Mordserie, die große mediale Aufmerksamkeit erregte und öffentliche Angst auslöste, verhaftet. Der Prozess gegen Shawcross enthüllte drastische Details seiner Verbrechen und seine kannibalistischen Neigungen, die die Öffentlichkeit zusätzlich schockierten.
Zu 250 Jahren Gefängnis verurteilt, starb Shawcross in einer Haftanstalt in 2008 und hinterließ das Erbe eines der erschreckendsten Mörder und Kannibalen in der modernen Geschichte Amerikas. Sein Fall wird oft im Kontext von Studien über Serienmörder analysiert, um zu verstehen, welche Faktoren zu solch extremen Formen der Kriminalität beitragen.